Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Und wir haben es geschafft, wir sind Megapolis geworden. Gerade mitten in der Pause, original, ich habe auf Aufnahmeende gedrückt und das ist rausgekommen. Wir haben den Frachtflughafen Knoten freigeschaltet und noch ein Plot plus ein Monument. Eden-Projekt, Kernfusionswelt, oh, wir können den Weltraumrift eigentlich freischalten, ne? Katastrophenbunker. Uhuhuhuhu. Ich kann hier rein theoretisch drauf. Muss ich dann bestimmte Sachen machen, oder was? Baue ein Expo-Zentrum. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen riesigen Bunker, den Katastrophenbunker, baue einen Meteoritenpark. Was zur Hölle ist denn ein Meteoritenpark und wo gibt's den? Weißt du, dann müsste ich, oder man müsste so draufklicken können und dann sagen können, okay, ja, das ist der Meteoritenpark. Ah, da ist der Meteoritenpark. Der gehörte sich eigentlich hier irgendwo in die Nähe, weil hier ist das Unglück ja passiert namens Meteoriteneinschlag. Hierhin. So, jetzt kann ich wieder unter Monumente wahrscheinlich gucken und da steht wieder was anderes, was ich machen soll, ne? Katastrophengedenkstätte könnten wir eigentlich auch bauen, weil wir hatten eine Katastrophe. Denn die Katastrophengedenkstätte? Ah, hier. Erleben Sie Tsunami. Ach so, das muss man auch erlebt haben. Ja, das hat unsere Stadt bis jetzt noch nicht erforscht. Wir können aber den Frachtflughafen umbauen. Ich glaube, das ist der Frachtflughafen. Und wir haben gerade das geilste Flughafengelände wahrscheinlich freigeschaltet, das wir jemals haben können. Diesen riesigen Flughafen mit Zuganschluss. Und wir wären doof, wenn wir nicht den hier gegen diesen riesigen Flughafen austauschen würden. Weil immerhin können wir damit, warum auch immer jetzt mein Handy geläutet hat, einen ganzen Knotenpunkt anerreichen. Und ich würde einfach mal sagen, das tun wir jetzt, indem wir hier Zug, Doppelschienensystem... Zack. Unterirdisch natürlich gehen. Gerade. Und jetzt nehmen wir mal einen Anschluss. Hier so. Und dann Anschluss hier so. Warte mal, das können wir doch bestimmt auch noch ein bisschen versetzen. So. Und somit ist der Frachtflughafen jetzt auch angeschlossen. Was macht denn der? Entschuldigung, Antonov. Das ist keine Startbahn oder was sie auch immer da denken, aber da kommt eine Wand auf sie zu. Tschüss. Also rein theoretisch können jetzt die Züge direkt zum Flughafen. Bin mal gespannt, wie schnell der seinen Betrieb aufnimmt. Das wäre natürlich jetzt mega interessant. Gibt es denn sonst was wir in dem Bereich nicht freigeschaltet hätten? Sightseeing-Busse. Post. Natürlich, wir haben kein passagiermäßiges Zeug jetzt hier gemacht, aber ist ja auch in dem Fall wurscht. Hätte natürlich sagen können, okay, wir machen hier noch oben drüber als kleines Geschmackerle noch einen Zug, Bahnhof dazu, der dann über die Schienen drüber geht, hier gerade durch, mitten irgendwie ins Herz der Stadt. Da hätte es ja dann zum Beispiel hier diesen riesigen Bahnhof gegeben. Also das müsste man gleich von Anfang an gescheit einplanen, um sowas zu machen.
Benutzt jetzt den scheiß Flughafen bitte auch endlich. Jetzt fliegt gar nichts mehr. Ein bisschen abspulen, vorspulen. Bitte benutzt meinen Flughafen. Okay, auf jeden Fall, LKWs benutzen ihn. Das ist schon mal ein gutes Zeichen auf eine gewisse Weise. Da landen auch wieder Flugzeuge. Und rein theoretisch können ja hier auch Züge jetzt lang, ne? Ah, guck mal, da ist ein Antonov gelandet. Und da landet noch eine, jawohl. Huch, da kommt noch ein Passagierflugzeug. Jetzt werden wir wahrscheinlich abgeladen. Wird ein Zug auch abgeladen? Bitte. Mal sehen, wie ein Zug abgeladen wird. Das wäre ja mal mega geil, wenn jetzt hier so ein Zug... Das wird sogar hier richtig jetzt... Fortschritt 20%. Braucht der ewig oder was ist jetzt hier los? 25%... Alter, die landen schneller, als dass das Ding hier hochkommt. Moinsen. Piep, piep. Der hat absolut keinen Plan, was abgeht. Und tschüss. Was macht der? Was geht denn hier ab? Ich glaube, wir hatten hier so noch ein ganz, ganz kleines Problem. Es sind sogar jetzt diesmal zwei hintereinander, Alter. Ja, und nun? Auf was wartet ihr denn? Kann es sein, dass bei dem gerade das Problem ist, dass die... Ah, nee, okay, die haben die jetzt aufs Test gewartet. Ah. Alter, das ist einfach so weird. Die zwei Flugzeuge hintereinander. Nope. Kein Bock. Aber warum gehen meine Züge nicht? Funktioniert das nicht, weil das ein Doppelzugteil war? Oder warum? Check's nicht. Naja, okay, was können wir in dem Fall zum Beispiel noch verändern? Wir haben jetzt hier auch Industrie stehen. Nicht genügend Verkaufswaren. Okay, vielleicht rein theoretisch ist der Teil aktuell sehr schwer zu erreichen, ne? Allein schon diese Auffahrt ist sehr dumm. Und hier, Alter, jetzt staut sich's hier schon. Ah, ich könnte mich schon wieder aufregen. Aber tue ich nicht. Das tue ich nicht. Es läuft super. Ich würde sagen, wir haben einiges geschafft in dem Let's Play. Der Raketenbau geht null voran, weil halt der weil Rohstoffe nicht rankommen. Der Verkehr ist aber auch absolut Hölle. Sagen wir wieder Premium, was ich hier gebaut habe. Premium funktioniert absolut gar nicht. Fahren hier aktuell Züge? Ja, hier fahren Züge. Genau, und hier tun wir gerade entladen, weil wir zu wenig freie Todesstätten haben für die ganzen Leute. Deswegen gibt es jetzt hier nochmal eine Portion Leichenverbrennung. Und das sogar frei aufs Haus. Also wenn die rumfahren, sollte relativ schnell klar sein, wer hier der Boss ist. Ihre entleert mal. Und schaut, dass ihr die ganzen Leichen loswerdet. Also rein theoretisch sollte unsere Leichenverbrennung jetzt... Ja, Krematorium verstorben haben wir 300. Und wir haben 4000 Plätze in dem Krematorium frei. Hallo? Dafür ist die Friedhofsauslastung halt extrem. Gesundheitswesen ist gut, würde ich mal sagen. Wie schaut es mit unserer Bildung eigentlich aus? Ist die... Oh. Grundschulverfügbarkeit. Oberschulverfügbarkeit.
Ja, nee. Also benutzen tun sie es halt nicht. Ich habe doch genügend da. Universitäten sind auch in... Vielleicht sind halt Grundschulen nicht unbedingt so das, was wir jetzt viel haben. Und mal hier eine noch hinstellen. Und noch ein paar einfach über den kompletten Platz aufstellen. Dann sollte das doch denen genügen, oder? Wenn hier so 3000 auf einmal rumstehen. Es passen halt auch so wenig in diese scheiß Grundschulen rein. Hier kommt auch nochmal eine Grundschule extra hin. Dann bringt sie unser Bildungspark aber absolut auch nichts. Ja, was habe ich denn an den Schrott gebaut? So, und als nächstes sind gleich die Oberschulen dran, ne? Ja, da war auch wieder hier so Bildungsmeckerei. Auch noch mal so ein paar Gebäudchen hin. So, zack. Universität. Passt hier nicht hin, aber können wir hier noch eine hinsetzen. Zack, passt auch in die Bibliotheken. Ja, da kann ich nichts für. Also im Grunde ist die ganze Stadt jetzt gebildet, großteils, oder? Hier sind zu viel Verstorbene aktuell. Was? Aber die bauen sich aus. Das ist doch super. Solange die Wolkenkratzer höher schießen, ist diese Stadt gesund, würde ich mal behaupten. Das würde ich einfach mal behaupten. Ich finde, das ist so mit den ganzen. Das ist einfach nur so ein breiter Streifen Industrie, wo es brennt. Warum bringt ihr gerade zwei Feuerwehrwagen hier hin und dahinter fast nichts oder stehen da auch wieder viele? Aber drei für ein Gebäude ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Oh. Da brennt gerade immer mehr. Eventuell auch nicht unbedingt so weit. Haushaltswarenfabrik. Was haben wir denn hier alles? Haushaltstechnik. Frankenfreies Fischstäbchenfabrik. Beste Teile. Franks Gourmet Fischstäbchenfabrik. Burns Enterprise. Feine Mode. Also ich weiß nicht, ob du hier unbedingt feine Mode herkriegst. Aber die Stadt hat schon eine Größe erreicht. Hätte ich echt nicht gedacht, vor allem, dass wir 53 Folgen City Skylines jetzt. Das ist die 53. Folge von City Skylines auf dem Kanal. Und es ist immer noch dieselbe Stadt. Holla. Ich bin erstaunt. Das sind 35 von 35 Arbeitern untergebracht. Ja, du doch etwas. Ah, die Stadt schaut ja... Weißt schon, jede Normalstadt hat außenrum noch normal gebaut. Wir haben einfach nur hohe Wolkenkratzer. Ich glaube, ich müsste nächstes Mal, wenn wir nochmal, wenn wir auf jeden Fall nochmal von vorne starten würden, ist alles ein bisschen schlauer gestalten, weil das hier ist ein komplettes Mess bis heute. Eigentlich müsste ich den kompletten Teil mal abreißen. Gescheit erreichbar machen. Und vielleicht mit dem Teil zusammen, also das komplette Stück neu gestalten. Müsste man eigentlich. Und dann diese Autobahn hier auch. Es ist halt hier sehr eng. Vor allem nachdem ich beschlossen habe, dass das hier ein Nationalpark wird. Und halt dieses ganze Gehügel-Dings, ja, müsste man halt hier irgendwie so flächenmäßig anpassen und dann halt hier noch mehr reinhauen. Aber wir hätten ja noch im Grunde Flächen, wenn man sagt, okay, man tut jetzt hier noch. Hier noch zum Beispiel Wohnungen hinbauen oder sowas. Oder hier noch. Wäre ja noch eine Möglichkeit, ne? Oder halt hier sagen, okay, eine andere Autobahnausfahrt, hier noch ein Stück Gebiet hin. Benutzt ihr denn mittlerweile meine Schienen? Sonst habe ich die ja komplett sinnlos gebaut. Kann ich auf das klicken und gucken? Oh. Absolut gar nicht, wie es ausschaut. Da wird nichts verwendet von. Die sind gemein. Okay, der Güterbahnhof wird auch gerade absolut gar nicht verwendet, wie es scheint.
Wird denn hier irgendein Güterbahnhof verwendet? Also man sieht aber auch nicht, wie die Züge fahren. Das ist aber irgendwie scheiße. Wenn ich wissen will, wie die Züge fahren, sehe ich es natürlich nicht. Hm. Ach, schau, wie der jetzt eingewachsen ist, auch schon da wieder rein. Frupp, drin. Auch wenn die hier alle nicht genügend Verkaufswaren haben. Das ist halt das Problem, das Verkehr. Wir müssten hier eine richtig fette Autobahn durchziehen. Oder so einen Kreis außenrum mit ein paar Abfahrten. Einfach, dass das hier irgendwie stabiler laufen würde. Aber naja, man lernt für den Anfang und fürs Ende. Denn, liebe Freunde, ich würde sagen, damit endet dieses Let's Play. Es hat mich gefreut, dass ihr dieses Let's Play mit mir durchgezogen habt. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch für Ideen hättet, was wir für Spiele spielen können in der Zukunft. Es wird noch eine Folge geben. Die wird aber cinematic-mäßig sein und mit Katastrophen. Darauf könnt ihr euch nächsten Montag freuen. Also eh in 2 Tagen. Da werde ich so ein bisschen versuchen, Meteoriten einschlagen zu lassen. Tsunamis und halt ein bisschen coole Shots versuchen draus zu machen. Ich hoffe, euch hat diese Serie gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt, um keine anderen Serien mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder. Also, bis dann. Ciao!